dicken, fetten Applaus für Philipp Glätze. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Philipp Glätzer, wie er bereits schon erwähnt wurde. Ich bin Fotograf, 89 in Karl-Marx-Stadt geboren, bin seit einigen Jahren in Berlin und habe mein Hobby zu Beruf machen können. Ich habe vor 13 Jahren angefangen, hobbymäßig zu fotografieren. Habe damals einfach meine Freunde fotografiert, wie glaube ich jeder, der anfängt zu fotografieren und sich so ein bisschen für Menschen interessiert. Das waren zu dem Zeitpunkt schon größtenteils kreative Menschen, weil ich das schon immer sehr, sehr interessant fand. Und wie es der Zufall dann so gewollt hat, hat eine befreundete Band wurde erfolgreich und hat mich so ein Stück weit mit unter ihre Fittiche genommen und mir praktisch einige Türen geöffnet, durch die ich jetzt schreiten kann und mein Geld praktisch mit der Fotografie verdienen kann. Ihr seht im Hintergrund auch schon, ich muss hier drauf drücken. Genau, hier seht ihr das erste Bild meiner Präsentation, das war 2010, so ein Stück weit das, womit alles angefangen hat. Das ist besagte Band Kraftklub, die damals noch keine große deutsche Rockband war, sondern einfach nur fünf Jungs aus Chemnitz, die das Glück hatten, dass Red Bull gesagt hat, spiel doch mal auf unserem Tourbus bei Rock am Ring und gefragt haben, ob ich Lust habe mitzukommen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Kamera oder zwei. Eine davon war diese Lomo Fischei Kamera, die ich mir dann fix gekrallt habe und nach meiner mündlichen Englischprüfung zum Proberaum gerannt bin, um pünktlich da zu sein und meine erste Tourerfahrung sozusagen zu sammeln. Davon habe ich jetzt noch ein paar Bilder mehr mit. Das ist Felix, der mittlerweile auch ein Soloprojekt hat namens Kummer, Frontmann der Band Kraftklub, und konnte praktisch nach und nach durch diese Band und andere Bands Erfahrungen sammeln. Im Laufe der Zeit folgten dann noch andere KünstlerInnen wie Silbermond, Robin Schulz, MC Fitti, Zugezogen Maskulin. Ich weiß gar nicht, ob ich jemanden vergessen habe. Bestimmt habe ich jemanden vergessen. Max Giesinger habe ich noch vergessen. Mit denen ich dann fest unterwegs war und gelernt habe, dass es bei der Tourfotografie nicht nur darum geht, was auf der Bühne passiert oder was davor passiert, sondern auch was danach passiert, nämlich ganz viel Alkohol und Partys, bei denen, habe ich gelernt, auch wichtig ist, die Kamera immer mitzunehmen, weil das sind im Endeffekt die Momente, die die Leute interessieren. Das, was auf der Bühne passiert, das ist interessant, das ist schön zu sehen, aber wenn man als Fan der Band den Social-Media-Kanälen folgt oder sich Bilderbänder kauft oder so, geht es einem nicht um Live-Fotos, sondern das, was davor oder danach passiert. Und ich weiß ja noch, dass ich vor vielen Jahren von einem Manager der Band darauf hingewiesen wurde, doch tatsächlich immer die Kamera dabei zu haben. Und er war so, alles, was du fotografierst, bleibt auf deiner Festplatte. Ob das rauskommt oder nicht, entscheiden wir selbst, aber lieber wir haben die Bilder, als das, was sie verpasst haben. KIZ habe ich noch vergessen bei meiner Aufzählung. Jetzt weiß ich es. Aber dieses Bild erinnert mich dran. Das ist Tarek KIZ, der kurz vor seiner Show sich nochmal den Haarwuchs entfernt hat und mich danach gefragt hat, warum machst du eigentlich ein Foto, wie ich mir einfach nur die Glatze rasiere? Das ist doch, wen interessiert das? Und daraufhin habe ich ihn gefragt, wie interessant ist es denn, wenn John Lennon Cornflakes isst? Das ist jetzt nichts, was ultra interessant ist, aber wenn man das halt viele Jahre später sieht, wirkt das in einem komplett anderen Kontext. Und das war ein Argument, was gezählt hat und er das Bild, glaube ich, auch ganz gut findet. Hier ist ein Bild von Max Giesinger, auch vor der Show. Er hat sich, glaube ich, da einfach kurz davor aufgewärmt, den Spiegel gesehen, das Licht war gut, gefragt, ob er kurz in den Spiegel guckt und abgedrückt.
weil ich tatsächlich wirklich der Meinung bin, dass jeder Moment wichtiger ist als primär der auf der Bühne. Das ist auch was, was ich im Laufe der Zeit lernen musste. Das war mir nicht von Anfang an klar, aber mittlerweile betrachte ich das Ganze viel mehr als ein Langzeitprojekt und nicht nur, ich gehe mal kurz hin, mache ein paar Konzertfotos und fahre dann wieder nach Hause und schreibe eine Rechnung, sondern ich überlege gerade, wie der Fotograf hieß, es gab Fotograf, dessen Doku ich mir angeguckt habe, der halt auch über sein Lebenswerk gesprochen hat als Fotograf und zurückblicken konnte auf 40 Jahre Erfahrung, und das hat mich so beeindruckt, dass ich nochmal komplett anders an die Live-Fotografie rangegangen bin. Ja, hier auch ein Foto von dem guten Herrn Robin Schulz, als wir in, ich glaube, Brasilien irgendwann gelandet sind. Es ist natürlich wichtig, jegliches Reisemittel abzubilden, ob das jetzt nur der Nightliner ist, der kleine Tourbus, wo man sich zu neunt reinquetscht, oder halt wie in diesem Fall der Privatchat. Das ist Helene Fischer, eine Minute bevor sie auf die Bühne gegangen ist. Und hier kam mir ein Zitat von dem Fotografinnen-Duo Julia und Jill in den Kopf, von denen ich mal bei einer Präsentation war, einer Konferenz, und die gesagt haben, egal wie nah du denkst, dass du schon bist, du kannst noch näher gehen. Du kannst immer noch einen kleinen Schritt näher. Und das habe ich hier gemacht. Ich hatte das Bild von weiter weg und dachte dann, ich gucke einfach mal, wie nah ich rangehen kann, bis es zu nah ist. Und ich glaube, kurz bevor ich zu nah war, habe ich dann nochmal das Bild gemacht. Und das ist tatsächlich, wenn man KünstlerInnen live begleitet, auch immer so ein Drahtseilakt. Ne? Man will natürlich Motive haben, die sonst niemand hat. Man will so nah dran sein wie niemand anderes, aber man will natürlich auch nicht die Person belästigen oder zu sehr auffallen, zu laut sein. Man ist ja trotzdem eher der stille Beobachter oder die stille Beobachterin, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Challenge, wo mir von KünstlerInnenseite oft gesagt wird, dass es bei vielen daran scheitert. Die haben gesagt, ich hatte schon mal Fotografin XY, aber das war einfach, das war zu laut, zu doll, zu selbstprofilierend am Ende auch. Und deswegen muss man sich das, glaube ich, auch immer so ein bisschen selber bewusst sein. Man sollte sich eher im Hintergrund aufhalten und versuchen, eine gute zwischenmenschliche Ebene zu schaffen, um eben die Motive abzubilden, die sonst niemand anderes bekommen kann. Weil das ist, wenn man mit KünstlerInnen auf Tour ist, der große Vorteil gegenüber den reinen Pressefotografen, die halt nur die ersten drei Songs im Graben haben, dass man viel näher dran sein kann und eine zwischenmenschliche Ebene aufbauen kann. Ja, speaking of Pressefotografen, die nur die ersten drei Songs im Bühnengraben sein dürfen, ab und zu bin ich auch so jemand. Und das war beim Splash Festival, wo ich aber, glaube ich, einfach länger im Graben geblieben bin. Ich glaube, die Securities waren auch nach den ersten drei Songs, dass ich den Graben verlassen soll. Das ist so üblich bei Live-Konzerten. Man darf nur die ersten drei Songs aus dem Graben ohne Blitz fotografieren. Und ich glaube, ich meinte einfach, nein, ich darf hier bleiben und bin einfach da geblieben. Und ich glaube, beim vierten oder fünften Song kam Rin in den Bühnengraben und hat sich so gegen das Publikum gelehnt. Und ich hatte das Glück, dieses Foto machen zu können. Wenn man aber, wieder vorbeschrieben, der Tourfotograf oder Tourfotografin ist, hat man den Vorteil, auch auf die Bühne gehen zu dürfen und praktisch nochmal ganz andere Perspektiven einzufangen, wie bei diesem Bild, auch der Band Kraftklub, die ich tatsächlich auch immer noch begleite, also seit nunmehr 12 Jahren. Und normalerweise ist, das ist ein Teil der Show, alle Leute nehmen die Handylichter hoch und das ist in jeder Stadt dasselbe. Aber der Lichtmann hatte bei der Tour immer blaues Licht mit hochgezogen. Und das ist, also keine Ahnung, vielleicht ist jemand von euch ultra gut im Graden und das sieht am Ende trotzdem geil aus. Ich persönlich hasse blaues Licht. Und deswegen
habe ich ihn gebeten, bei dieser Halle, das ist die Jahrhunderthalle in Frankfurt, einfach das blaue Licht mal 10 Sekunden später anzumachen, damit ich eben noch diesen einen Schuss bekommen kann. Und ja, ich finde, das hat ganz gut funktioniert. Shoutout an Gunnar nochmal, danke fürs Nicht-Hochziehen des blauen Lichtes. Neben dem Vorteil, auf die Bühne gehen zu dürfen, hat man natürlich auch den Vorteil, die Show zu kennen wie niemand anderes. Man sieht dieselbe Show jeden Tag, immer und immer wieder. Viele Dinge wiederholen sich, wie zum Beispiel der Sprung von Felix nach oben und Wasser ausspucken bei der letzten Hook von Karl-Marx-Stadt. Das bedeutet, ich weiß genau, wann ich wo sein muss, um das Foto zu bekommen. Meist habe ich das Foto von der Bühne gemacht, weil Felix, obwohl er jedes Mal diesen Sprung gemacht hat, öfter vergessen hat, die Flasche mit dem Wasser aufzudrehen. Und dann hat er es zeitlich nicht mehr geschafft mit dem Trinken. Deshalb habe ich mir angewöhnt, die Flasche aufzudrehen, wenn sie noch nicht aufgedreht ist. Und das war in Mannheim. Ich habe die Flasche kurz davor aufgedreht und bin dann ganz schnell ins Publikum gerannt, um das Foto zu bekommen. Und bin unfassbar froh darüber, dass das so gut geklappt hat, weil ich dadurch, dass ich jahrelang immer nur von hinten fotografiert habe, nie gesehen habe, wie das Licht auf der Bühne ist. Mir war nie bewusst, dass es nur den Spot von oben gibt und der Rest der Band dunkel ist und als Silhouette zu erkennen ist. Und ich glaube, ich habe das Foto auch nur ein einziges Mal von vorn gemacht. Das war 2017. Das Bild ist jetzt Teil einer Ausstellung, die ich mit kuratiert habe, gemeinsam mit der Photo Week. Das ist praktisch am anderen Ende der Halle. Da hängt das Bild in, ich glaube, 1x1,50. Zum Glück reicht die Auflösung, dass es nicht komplett verpixelt ist. Das war ein Stück weit meine Sorge bei einem 5 Jahre alten Bild, aber es hat ganz, ganz gut gepasst. Da hängen übrigens nicht nur Bilder von mir, sondern auch von Andreas Mühe, Erik Weiß, Murat Aslan, der an der ersten Reihe sitzt, Chris Schwarz ebenso. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken, sehr interessant. Pascal Carouche ist auch mit vertreten. Ja, sehr zu empfehlen am anderen Ende der Halle. Da ich nicht immer das Glück habe, meine Kamera als gebuchter Fotograf mit reinzubringen, gibt es auch Konzerte, wo ich einfach die Kamera mitnehme, mich versuche in die erste Reihe zu schmuggeln und da Fotos zu machen. So bei diesem Konzert der Band Horror, das war in Los Angeles, davon gibt es nachher auch noch ein anderes Bild. Da habe ich halt einfach die Kamera mitgenommen und Fotos gemacht, und hier fand ich es besonders schön, weil die Silhouette des Sängers zu erkennen ist, der Drummer hinten mit voller Energie und ja, einfach ein schöner Schnappschuss. Ähnliches war hier bei dem Konzert von Jesse Reyes, da hatte ich auch keinen Fotopass oder irgendwas, da habe ich einfach meine kleine Leica mit in die Tasche genommen. Das war sogar der Tag, wo ich das erste Mal mit meinem 50 mm für die Leica fotografiert habe und das Ganze einfach mal testen wollte. Und ja, danach ganz froh war, dass ich es mit eingepackt habe. Tolle Musikerin übrigens auch. Wie ich schon meinte, dass es nicht immer nur darum geht, was auf der Bühne passiert, ist es auch ganz interessant, was vor der Bühne im Publikum passiert. Da gibt es ab und zu auch mal einen guten Schuss. Den habe ich vor 3 Wochen erst gemacht in der Buhlheide bei KIZ. Es ist mir tatsächlich bei Live-Fotografie auch wichtig, die gesamte Energie abzubilden. Und ich glaube, wenn man immer nur von der Bühne aus fotografiert, da muss ich mich selbst auch mal wieder dran erinnern, erzeugt das auch eine gewisse Distanz zum Publikum, was natürlich gar nicht der Fall ist, weil das komplette Konzert lebt vom Publikum und von der Energie, die dadurch erzeugt wird. Und ab und zu mal ins Publikum zu gehen, ist dann doch eine ganz gute Idee, um die mehreren Facetten eines Konzerts abbilden zu können. Ab und zu gibt es den Fall, dass man eben nicht nur bei gutem Wetter fotografiert, sondern auch, wenn es regnet. Man hat bei
Live-Fotografie, ich weiß nicht, wie viele von euch live auch fotografieren, das ist manchmal relativ stressig, alles geht schnell, man hat nicht wirklich Zeit, Acht zu geben, manchmal sind Bilder unterbelichtet, manchmal zu lange belichtet und dadurch verwackelt, aber das muss nicht immer was Schlechtes sein. Bei dem Bild hat es hat einfach gegossen wie aus Eimern, das war kein Regen, das war einfach absolutes Mayhem und ich habe es gerade so geschafft, irgendwie mit meiner Jacke nochmal übers Objektiv zu wischen. Ich hoffe, das hört hier kein Objektivhersteller und ist böse auf mich, aber ich gehe da, glaube ich, bin damals nicht ganz so gut mit den Objektiven umgegangen. Das hat sich mittlerweile zum Glück geändert. Aber dadurch ist dieser wunderschöne Effekt durch das Gegenlicht zustande gekommen. Glücklicherweise war es an dem Tag ein bisschen frischer, sodass so ein Nebel vom Publikum durch die Wärme des Publikums aufgestiegen ist. Und dieses Bild zeigt für mich so viel Energie und Power und bringt das vom Live einfach unfassbar stark zum Eindruck, ne? Also zum Ausdruck. Zum Beispiel das Bild, was ich da hinten ausgestellt habe, was ich davor schon gezeigt habe, das ist ein gutes Live-Foto, aber zeigt nicht die volle Energie, die da passiert, ne? Das ist ein steriles, starres Bild und das schafft das, finde ich, hier ein bisschen besser darzustellen, wie viel da passiert. Das ist die Band Silbermond und das Bild mit den Handylichtern habe ich auch hier jedes Mal wieder gemacht, aber da hatte ich das Glück, dass die Bühne aus so einem leicht glänzenden schwarzen Material war und ich einfach dachte, ich probiere es mal ein bisschen anders und sehr happy war mit der Reflexion. Das ist tatsächlich bei Konzert- und Live-Fotografie, wenn man Künstler, Künstlerin permanent begleitet, ist es natürlich, es wiederholt sich alles. Das ist diese meist selbe Show über anderthalb Stunden, die man 4 Tage die Woche erlebt. Ne, meistens so eine Tour, 10, 15 Termine und es ist jeden Tag dieselbe Show. Deswegen ist es auch so ein Stück weit eine Herausforderung, immer wieder neue Perspektiven zu finden, um die Show jedes Mal anders darzustellen. Es ist auch wichtig, nah am Künstler zu sein, egal wo er hingeht, auch wenn er dann mal ins Publikum geht. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich mit der Band Kraftklub ziemlich viel Glück habe, dass es eine Band ist, die live unfassbar gut sind, unfassbar viele Motive bieten und man da sehr viel mitnehmen kann. Bei so einem Konzert passiert viel, die Jungs gehen, wie man hier sieht, ins Publikum, es gibt B-Stages und es passiert so viel, dass es einem gar nicht schwer fällt, da Facetten zu finden. Ähnlich wie bei vor dem Konzert sollte man natürlich auch nach dem Konzert immer mit dran sein und den Künstler, die Künstlerin nicht nur vorteilhaft darstellen, weil ich finde, es ist so viel, viel ehrlicher und es ist ja auch eine Art der dokumentarischen Fotografie und da gehört es halt auch mal dazu, wenn die Bandmitglieder nach dem Konzert komplett fertig in der Ecke sitzen und nicht gerade wunderschön aussehen wie sonst, das auch mal mitzunehmen, um tatsächlich darzustellen, wie vielfältig das Ganze ist. Hier ist auch noch ein Bild des Horrorkonzerts, wo ich meine Kamera mitgenommen habe. Davor habe ich mich gefragt, ob das alles klappt mit der Kamera, aber beim Konzert an sich hatten dann viele eine dabei. Und ja, es geht einfach darum, dass alles abzubilden. Und wenn da halt jemand auf eine Box klettert, kann man sich ja denken, dass er danach nicht wieder runterklettert, sondern dass genau so ein Bild entstehen wird. Und ja, darüber bin ich sehr happy. So. Ja, kann man mal klatschen kurz zwischendurch. Ne? Ist doch super, ja. das ist nochmal die Band Silbermond. Die haben irgendwann angefangen, nach ihren Konzerten keine Autogrammstunden mehr zu geben, sondern nochmal ein kleines Konzert für die Fans, die danach praktisch noch am Merchandise-Stand gewartet haben, um sich Autogramme abzuholen. Und das war ein Moment, wo die Band noch mal einen Song durchgegangen ist, den die lange nicht gespielt haben. Und ich mag den Moment unfassbar sehr. Und auch hier habe ich oft Julia und Jill gehört, die meinten, immer noch mal einen Schritt näher rangehen, damit man praktisch das nicht nur von außen betrachtet, sondern
Teil der kompletten Szenerie ist und dem Zuschauer bzw. auch Fan nochmal eine komplett andere Perspektive geben kann, als sie wahrscheinlich sonst hätten und sich ihre Band einfach näher fühlen als sonst. Jetzt habe ich Zeit für Fragen. Beziehungsweise vielleicht erzähle ich auch noch kurz was. Ich bin nicht so gut vorbereitet wie die Franziska davor. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich hoffe nicht. Anfangs habe ich ja schon gesagt, dass ich analog angefangen habe zu fotografieren. Das hat sich dann, als das ganze professionelle wurde, so ein Stück weit erledigt gehabt. Das war dann 2013 oder so. Da war es dann natürlich irgendwann wichtiger, dass die Leute die Bilder direkt haben. 2013 war analoge Fotografie nichts Hippes, Cooles. War kein cooler Hashtag auf Instagram, sondern war halt einfach veraltet und total unpraktisch. Weshalb ich dann auch auf meine erste Canon digitale Spiegelreflex gespart habe und damit auch ganz viel Zeit fotografiert habe, aber trotzdem immer versucht habe, mich objektivmäßig so ein Stück weit zu limitieren. Das meiste habe ich dann mit einem 24 mm, 35 und 50 mm gemacht. Das waren so meine To-Go-Objektive. Zwischenzeitlich hatte ich so ein 24-70 Zoom-Objektiv, da war ich aber ganz schnell wieder weg. Das war zwar sehr praktisch, aber da mochte ich den Bildstil nicht. Die Schärfe war nicht ganz so mein Ding, weshalb ich schnell wieder zurück bei Festbrennweiten war. Aber irgendwie war es auf Dauer recht schwer und sperrig. Und seit 2019 fotografiere ich mit Leica. Habe auf Tour meine Leica M10 dabei, ein kleines 35mm 1.4 und ein 50mm 1.5 und habe mir jetzt vor einigen Monaten noch von Lomo, die haben so ein, ich glaube, 17mm Objektiv auf Blende 2.8 rausgebracht, falls ich doch mal was weiteres brauche, weil in so großen Hallen ist es dann doch mal ganz vorteilhaft, alles abzubilden. Aber das bedeutet, wenn ich mit meinem Equipment unterwegs bin, habe ich eine kleine Kamera umgehangen und habe entweder eine Weste mit zwei Objektiven drin oder noch so eine ganz kleine Umhängetasche und das war's. Weil ich bin älter geworden, habe ein bisschen Rücken bekommen, da ist es natürlich, wenn man die ganze Zeit mit so einer schweren Canon rumrennt, irgendwann auch sehr mühselig. Und ja, da bin ich, glaube ich, mit Leica ganz, ganz gut bedient. Und es ist auch einfach für die KünstlerInnen viel entspannter, wenn da niemand mit so einer riesen Kamera und so einem Objektiv da sitzt und jedes Foto klingt wie ein Schuss, sondern man einfach ganz unaufmerksam in der Ecke sitzt und immer mal ein Foto macht und so praktisch Momente einfängt, ohne dass sie wirklich mitbekommen, dass da gerade fotografiert wird. Das ist aber nicht nur bei Konzertfotografie, sondern glaube ich allgemein bei Dokumentarfotografie unfassbar wichtig. So, jetzt haben wir schon mal die Fragen nach dem Equipment abgedeckt. Hat sonst noch jemand Fragen? Murat vielleicht, irgendwas? Nee? Okay. Ja, wenn niemand Fragen hat, dann würde ich sagen, das war's von mir. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Berlin Photo Week. Und schaut gerne mal auf der anderen Seite bei der Ausstellung vorbei und guckt euch das Ganze an. Vielen Dank und schönen Tag euch noch. Vielen Dank, lieber Philipp. Danke. Wahnsinnig spannend. Du darfst. Danke. Merci. Und wie gesagt, schaut gerne bei ihm vorne vorbei. Wir haben eine kleine Pause und dann geht es.